In diesem Koffer da, der vor Ihnen steht, befinden sich 600.000 Francs in Banknoten. Wo ist denn der Schmuck geblieben? Ach, lieber Mann, die tun sich mit dem Begreifen sowieso schwer. Fordern Sie nicht noch Komplikationen raus. 600.000 Francs in Banknoten sind in dem Koffer da vor Ihnen. Wenn Sie meine Tochter heiraten, bekommen Sie die Summe. Gehen Sie hin! Sie können nachzählen! Wenn Sie mir nicht glauben, dann wird Sie der Inhalt überzeugen. Also öffnen Sie den Koffer, Sie werden staunen. Alle, hopp, ran ans Bargeld. Mäuse, Piepen, Kohle. Mach das Köfferchen auf, denn ist Geld zuhauf. Ah! Ah! Ich hab Hirnsausen! Ich hab Hirnsausen! Es saust! Jetzt hat's mich erwischt! Was mach ich? Ich hab Hirnsausen! Es saust! Er hat Schwäch! Germaine! Hier bin ich. Ich stehe vor einem Rätsel und das werden wir jetzt gemeinsam lösen. Wie hübsch. Ich hatte einen Koffer und dieser hatte für mich einen bedeutenden Wert. Ist das der, in dem der Schmuck drin war? Sie dürfen ihm nicht ins Wort fallen. Sie wissen, wie es um ihn bestellt. Ruhe! Papa! Du sollst schweigen! Ich wollte dir sagen, dass Bernadette deinen Koffer wiedergebracht hat. Und wann? Vorhin. Du saßt in deinem Büro und ihren hat sie mitgenommen. Ah! Ah! Warum schreist du? Es ist doch alles in bester Ordnung. Nein, nichts ist in Ordnung. Im Gegenteil. Denn diesen Koffer habe ich Martin gegeben. Und warum hast du ihn Martin gegeben, wenn er für dich so wichtig ist? Colette, warum hast du es mir nicht sofort mitgeteilt? Bertrand, warum sich aufregen? Jetzt weißt du doch Bescheid. Ich weiß nicht Bescheid. Warum? Martin hat mir einen anderen Koffer hergebracht und der ist auch weg. Ich verstehe. Sie meinen den mit den Banknoten. Sie schweigen mit still. Ruhe! Wissen Sie etwa, wo er ist? Du selbst hast doch den Baron gebeten, dass sein Chauffeur einen Koffer abholen soll. Und war er da? Vor 10 Minuten. Ha! 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 Es kommt nicht, Philipp. Halten Sie ihn fest, schnell! Ha! Schmuck für 647.000 Frauen und 600.000 Frauen in Bar sind weg! Das verdanke ich bloß dir! Und was macht die Spitzmaus jetzt? Ist stumm, dumm und glotzt. Der Wahnsinn greift nach dir. Er hat mich schon gepackt. Er reißt mich fort. Du bist ohne Mitgift, nackt und bloß. Dein Zukünftiger kriegt dich ohne Hemd. Das ist hier mein Rettungsanker. Hops, hops, hops. Hops, 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 hops. Komm, mein Ankerchen. Ah. Nichts wirst du kriegen, du bist mir zu dumm. Schon diese Mausezähne, typisch für Dachschaden. Hallo, ist da Pickelhaube? Nein, der Baron. Ist Bernadette da? Hier ist Bernier. Sie ist weggegangen? Und wohin? Und ob mich das was angeht? Ich will wissen, was sie für einen Koffer mitgenommen hat. Aber es geht mich was an, weil's eine Existenzfrage ist. Was? Ob einer von uns beiden verrückt ist? Ja, ich bin's. Und Sie auch, Sie, Sekretär. Pickelhaube. Jetzt krieg ich die Pickel. Pickel im Kopf. Jetzt ist mir wohler.